Guten Morgen. Tag 3 in Los Angeles, bin ein bisschen früher aufgestanden und dachte mir, die beiden Jungs pennen noch, ich hole ihnen ein bisschen Frühstück. Ich laufe jetzt hier gerade so eine Straße lang und geradeaus vor mir sind halt die Hollywood Hills mit dem Hollywood-Sign. Was schon einfach beeindruckend ist. Ich wusste auch nicht, dass das wirklich so hoch auf dem Berg oben drauf ist. Ich dachte, das wäre viel, viel tiefer unten. Es gibt da anscheinend so Trails, die man da hochgehen kann. Dachte mir, vielleicht kann man ja mal so einen Trail machen. Fuck no. Das ist ja ultra hoch. Perfekt, thank you. Ich denke, heute werden wir nochmal so einen Touri-Tag machen. Wir haben ja gestern Venice Beach eigentlich noch machen wollen, haben wir nicht mehr geschafft. Das ist da, wo diese Muscle Beach ist, wo Arnold Schwarzenegger angefangen hat mit seinem ganzen Zeug. Wo die ganzen Leute da trainieren. Dieser riesen Skatepark. Sicher, das ist super interessant dort. Und ich denke mal, wir werden dann auch ein bisschen Musik machen. Ich muss ein bisschen Musik machen tatsächlich. Weil sobald ich zurückkomme nach Köln, habe ich gleich einen Live-Gig. Noch mit jemand anderem, wo ich einiges vorbereiten muss. Ich saß schon im Flugzeug und wollte eigentlich schon das Handy auf Flugmodus schalten. Da kam gerade noch ein Anruf rein. Ja. Is it sweet or? Ja. Michiel? Du hast doch gemeint, du kannst mit den Kontaktlinsen mir helfen. Ah. Oh fuck, aber du bist am Recording. Ja klar, ich komme gleich zu dir. Okay. Klebt mir euren Finger fest. Du musst ein bisschen mehr nach unten schauen. Soll ich mal ziehen? Du musst es ja leider. Na, gib mal. Und was ein guter Trick ist auch, ist, wenn du nach unten schaust, ja, und so machst. Dann klebt ihr noch viel schneller. Jesus. So, sind wir auf dem Weg nach Venice Beach. Ist schon wieder krass, das sind einfach, glaube ich, 42 Minuten Fahrt. Einfach alle Strecken sind so krass lang hier in LA. Und einfach nur, du kannst nur Uber nehmen. Es gibt nichts anderes. Ich habe gefühlt in den letzten 3 Tagen einen Bus gesehen. Und das war's. Sonst nur Autos. Wir waren gestern, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, bei Baba Gump Shrimp. Quasi inspiriert vom Film. Gibt es hier an diesem ganz bekannten Pier. Da haben wir uns mit Rod getroffen, haben das da gegessen. Und hatten einfach quasi so Vorspeisen für alle. Irgendwie die halbe Karte bestellt. War eigentlich ganz cool. Das Ding ist, was ich eigentlich nicht essen kann, ist die Konsistenz davon. Das krieg ich nicht hin. Wir hatten keine Konsistenz mehr gehabt. Aber ehrlich gesagt, gutes Essen habe ich hier noch nicht bekommen bisher. Also ich habe auch gedacht, wir finden vielleicht so ein bisschen Seafood, weil wir am Meer sind. Aber dann ist es so. I wouldn't hope on it. Hey, this is nice. This is really like California. I mean, it's so crazy how many street musicians are here. Yeah. Just trying to get their stuff out. What the fuck? Nice. Die beiden Belgier haben sich gleich schon wieder in irgendeinen Hippie-Laden verpisst und wollen irgendwelche Hippie-Klamotten kaufen. So richtig schön dicke Wollpullis, genau das Richtige dafür, dass man natürlich jetzt hier bei irgendwie 28 Grad am Strand hocken möchte. Kann sich schon noch um Stunden handeln. Es gibt unfassbar viele Straßenmusiker hier in der Welt. Da ist ein Rapper, der echt gar nicht mal so schlecht rappt, auch ganz gute Beats eigentlich hat. Es interessiert sich einfach keine Sau für den. Das ist so krass. In Deutschland, so ein Rapper wäre, wird sich gleich so eine richtige Traube an Menschen um die rumbilden. When I mean I want. Hey, what the fuck? I know that beat. Wait, what? That's his image. Yeah. That's maybe the easiest. Nice, Flo Fills. Flo Fills. Wir sind ja keine 10 Minuten lang gelaufen und in einem der Läden hier lief einfach Flo Fills. Michael ist sofort rein, hat natürlich gefragt, woher, wie, warum. Und das ist anscheinend eine Playlist, die von Chillbeats kreiert wurde. Ich weiß nicht, ob noch Tracks von mir drin sind, aber auf jeden Fall von den Weinen sind Tracks drin. Das ist schon geil, wenn du vorstellst, läufst hier lang und deine Musik läuft einfach hier in irgendwelchen Läden. Das erste Mal, dass es hier wirklich was ganz Anständiges zu essen gab. Die letzten Tage war es echt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ist schon krass, einfach wie 500 Meter Strand. Links und rechts, soweit das Auge reicht. Und ganz weit jetzt
nach da rüben guckt, sieht man irgendwo hinten auch wieder den Santa Monica Pier, da wo wir gestern Abend waren. Genau, und hier sind überall diese Baywatch-Hütten. Schon krass, was für Eindrücke von hier auf die in die ganze Welt rausgesendet wurden. Man das alles wiederentdecken kann, was man so oft schon überall im Fernsehen oder sonst wo überall gesehen hat. Oh, that's nice. That's like really nice. Ich habe sowas noch nie erlebt, das ist ja völlig abgefahren. Die Wellen hier sind ungelogen. Die Wellen hier sind ungelogen 3-4 Meter hoch. Du bist so weggeschleudert, das ist ja unfassbar. Ich habe sowas noch nie erlebt. Deine Beine sind raus, Michel wurde direkt schon auf den Boden geschleudert, hat eine Welle falsch erwischt, wurde auf den Boden gedrückt, ganzen Bauch rot. Miami, bitch. Ich will eigentlich nur gleich wieder reingehen, ich gehe auch gleich wieder rein. Das ist ja unfassbar. Diese Wellen sind einfach unfassbar. Mir wurde wirklich echt so leicht schlecht und so ein bisschen schwummrig, weil du halt so durch die Gegend geworfen wirst, unfassbar. Das waren einfach, ohne zu übertreiben, 4 Meter hohe Wellen. Vielleicht ist das hier normal für die Leute, das ist aber für mich einfach unfassbar. Sorry. I played like so many missions right on this place. Da stehen schon irgendwie echt hunderte von Leuten gefühlt und zunehmend. Schauen den ganzen Leuten zu. Ich glaube, wenn du hier skatest, dann kannst du hoffentlich wirklich was. It's nice how they help the little ones. Teaching them how to do it. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Griffith Observatory. Wollten ja eigentlich zum Sonnenuntergang sein, natürlich haben wir den verpasst. Aber der Blick hier über LA ist ja schon unfassbar.